Heute geht's wie versprochen zu Mario. Ich habe es erwähnt, und zwar geht es um die Felgen von diesem schönen Schmuckstück hier. Ja, ihr wisst zwar, dass es OZ sind, oder dass es OZ sind, ja, sind. Also es sind OZ-Felgen. Eigentlich kann ich euch sagen, was es für welche sind, weil wir sind ja eh gleich da. Und dann erfahrt ihr es ja sowieso. Und zwar sind es Ultra Leggera HLT, in dem Fall in 19 Zoll. In schwarz-matt. Ich finde, die Felgen kommen relativ gut auf dem Auto. Die werden da auch gut drauf passen zu dem Thema Blau, weil der Farbunterschied blau-schwarz oder blau-weiß finde ich perfekt. Aber in dem Fall würde ich auch blau-matt, in dem Fall blau-schwarz vorziehen. Obwohl weiß natürlich auch ein bisschen so ein Gimmick wäre. Das wäre, ja. Aber alles gut. Vielleicht kommt es ja noch, Chris, an dich. Mach mal weiße Felgen drauf. Kommt auch geil. Ne, machen wir schwarz-matt, OZ. Wie schon gesagt, in dem Fall Ultra Leggera HLT. Finde ich mega geil auf dem Auto und bin gespannt. Der Mario hat die jetzt schon versiegelt. Die Felgen hat allerdings mal eine alt gelassen. Und ja, da wird man euch nachher mal einen Vergleich filmen. Ich denke mal, das wird man relativ gut sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach dieser matte Schimmer, dass der einfach noch ein bisschen besser rauskommt. Und sie sind halt einfach geschützt. Aber wie schon gesagt, das soll euch nachher der Mario zum Fahrzeug oder zu den Felgen erzählen. Da auf dem Gebiet bin ich Laie. Da kann ich nur sagen, ich weiß, dass es geht, dass man sowas machen lassen kann. So Beschichtungsthemen, dass einfach das Ganze geschützt wird und einfach ein bisschen besser hält. Aber dafür weiß ich in anderen Dingen mehr als der Mario. Müsst ihr euch merken. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin. Und dann bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Wir haben jetzt gestern mit dem Kunde noch gesprochen. Wir werden zusätzlich noch eine Drehmomentstütze verbauen. Das ging lang hin und her, aber da haben wir irgendwie in der ganzen Projektgeschichte, haben wir das irgendwie, ist das Thema untergegangen. Aber mit den ganzen Hardware-Gimmicks, die man da alle einbaut und so weiter, macht es natürlich schon Sinn, dass man da auch noch eine Drehmomentstütze verbaut. Jeder von euch weiß, was eine Drehmomentstütze macht. Oder die meisten von euch wissen es. Wegen mir können wir da nochmal schön ein gesondertes Video machen. Beim Einbau geht es einfach darum, um Thema Wankneigung und so weiter, Motor. Auch beim Thema Schalten etc. Ja, man sollte jetzt hier auch nicht irgendwie was ganz Billiges oder Günstiges nehmen, weil dann könnte es passieren, dass sich die Schwingungen vom Motor über die Drehmomentstütze übertragen. Dann spürt man das an der Karosserie, das wäre natürlich, oder im Fahrzeug, das wäre natürlich nicht so perfekt, der Effekt. Ja. Mal schauen, ich habe dem Kunden ein paar vorgeschlagen, welche er da haben will. Mal sehen. Morgen dann ja der Step mit dem Thema Leistungsprüfstand. Deswegen heute auf jeden Fall die Sommerreifen drauf. Einfach auch natürlich für uns rein filmtechnisch, optisch. Macht einfach ein bisschen mehr her wie auf den Winterreifen. Obwohl die Winterreifen, die Felgen finde ich jetzt auch nicht wirklich schlecht. Aber natürlich Sommerreifen, in dem Fall OZ. Macht auf dem Prüfstand natürlich schon mehr her. Deswegen machen wir die auf jeden Fall auch drauf. Und morgen früh um 10 Uhr ist dann der Prüfstandslauf, Eingangsmessung, Focus RS, Messung 1 von 3. Wir haben ja dann noch eine Hardware-Messung nächste Woche. Folgt natürlich noch die Messung, die Endmessung mit Software. Da bin ich mal gespannt, freue mich schon richtig drauf. Bin schon seit einigen Wochen gespannt auf dieses ganze Thema. Und da freue ich mich, euch bei dem Projekt mitnehmen zu dürfen, oder wir freuen uns, euch bei dem Projekt mitnehmen zu dürfen. Jetzt sind wir mal gespannt,
bisschen gemessen, auch ein bisschen 0 auf 100, auch mal mit der Launch Control. Das Video, das füge ich euch auch noch ein. Vom ersten und zweiten Gang könnt ihr bei dem Fahrzeug schalten, ohne vom Gas zu gehen. Das heißt, ihr macht ganz normal Launch Control im Menü, Go, dann seht ihr rechts unten das Symbol LC. Erster Gang, Vollgas, dann hält er bei 5000, dann lasst ihr die Kupplung kommen. Und wenn ihr dann kurz vor dem Begrenzer seid, dann kriegt ihr links ein gelbes Symbol. Und dann drückt ihr einfach nur die Kupplung und zieht den zweiten Gang rein und ihr bleibt einfach voll auf dem Gas. Das heißt, der unterbricht da automatisch und ihr könnt den Gang einlegen, lediglich kuppeln müsst ihr, aber ihr müsst nicht vom Gas gehen. Ja. Einige von euch wissen das wahrscheinlich oder viele wissen das von euch, einige wiederum wissen es nicht, weil ich habe jetzt vom Kunde selber gehört, dass er das noch nicht gehört hat. Ich glaube auch Ford hat es nicht wirklich groß publiziert oder weniger groß publiziert, aber die Insider, sage ich mal ganz vorsichtig, die sich mit dem Fahrzeug ein bisschen befassen, die wissen, dass das geht. Ja, bloß so ein kleiner Hinweis für euch, dass ihr rein theoretisch nicht vom Gas gehen müsst zum Schalten. Wir hatten das Thema, wo angesprochen worden ist in den Kommentaren mit der Garantie. Ist natürlich so, dass die rechtliche Lage definitiv klar ist, was wie wo passiert, wenn man diverse Veränderungen macht. Aber man kann das Ganze natürlich eintragen und man kann das Ganze natürlich mit einer Zusatzgarantie schützen. Die kostet allerdings ein bisschen Geld, aber es bietet natürlich die Möglichkeit, seine Träume, seine Wünsche zu erwirklichen oder zu erfüllen und trotzdem abgesichert zu sein, weil die Garantie übernimmt halt dann die Schäden oder die Bauteile, die quasi die Tuning-Sache umfasst, ja, weil andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt der Fensterheber kaputt geht, das darf der Hersteller dann nicht verweigern in der Werksgarantie oder wenn das Radio nicht mehr tut, weil das hat mit dem Tuning nichts zu tun. Das heißt, er kann dann nicht sagen, ja, hey, aber ihr habt Software gemacht, deswegen tut der Fensterheber nicht mehr. Das wird natürlich ganz normal übernommen, aber es geht halt gerade um die Geschichte Motor, Getriebe, Antriebswellen etc. pp. Gerade die Sachen gibt es Zusatzgarantien von verschiedenen Herstellern, die da einfach die laufenden Kosten übernehmen. Viele wünschen es nicht oder wollen es nicht. Bei dem größeren Umbau, sage ich mal ganz vorsichtig, wie so in dieser Region hier, da kann man das natürlich schon mal machen. Da macht es natürlich schon mal Sinn, wenn man sagt, komm, das Auto, ich habe jetzt keine 5000 Kilometer. Ich gehe zwar davon aus, dass nichts passiert und es ist ja auch im Endeffekt so, da haben wir schon mal drüber debattiert, wenn man den Datenstand richtig macht und die ganzen Sicherheitsklassen und Fehlerklassen etc. alles anlässt, dann geht der Motor, bevor irgendwas passiert, normalerweise oder was heißt normalerweise, definitiv sicher in Notlauf. Und somit ist das Risiko, wenn man nicht gewisse Bauteile überreizt oder über die Grenze geht des Machbaren, sehr gering, dass irgendwas passiert, weil das Thema Haltbarkeit und das Thema Toleranzen und dass sich die Hersteller offen halten, im nächsten Motor ähnliche Bauteile oder die gleichen Bauteile zu verwenden, das ist kein Geheimnis. Aber allerdings auch da gibt es Unterschiede. Also man kann jetzt generell nicht immer sagen, alles gleich. Ja? Es gibt da verschiedene Teile, da können wir auch mal drauf eingehen. Bei BMW zum Beispiel verschiedene Klassen. Der eine Kolben hat zum Beispiel so und so viel Kupferanteil, der andere so und so viel und und. Das sind alles so Sachen. Je nachdem ist natürlich auch die thermische Belastung deutlich besser wegzustecken. Das heißt, man kann natürlich rein theoretisch und rein praktisch auch mehr Leistung rausholen. Das ist mal nur so ein kleines Beispiel. Aber da muss man mal aufs Einzelne drauf eingehen. Schon gesagt, es gibt Motoren, wo das so ist, aber es gibt auch Motoren, wo es definitiv so ist, dass diverse Bauteile im Motor selber deutlich anders sind und deutlich stärker aufgebaut sind, wie viele immer denken. Viele sagen, das ist genau das Gleiche. Das stimmt bei manchen Sachen und bei manchen Sachen stimmt es aber definitiv nicht. Und da muss man halt aufpassen, weil ein Motorschaden, das will niemand riskieren und das ist natürlich auch für den Ruf einer Firma definitiv nicht gut. Da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber debattieren, ja.
mache ich euch mal ein extra Video drüber. Fällt mir gerade so ein. Das machen wir mal. Machen wir mal ein Video, wo wir einfach das mal kurz erklären, was wie wo anders ist und was dadurch passiert oder was dadurch nicht passiert. Das ist ja immer so ein kleines Streitthema oder so ein Thema, wo man halt auch drauf eingehen sollte, weil ja, in der Branche ist es jetzt so, dass da heißt es nicht immer viel hilft viel. Ja? Oftmals ist es so, dass da weniger mehr ist. Ja? Sei es irgendwelche Begrenzungen, die dann zurückregeln, Zündrücknahme bei falschem Sprit, bei zu viel, wenn die Fehlerklassen und Sicherheitsklassenstufen noch an sind. Das sind alles so Sachen. Also da gibt es schon genügend Grenzen, die man beachten muss, die man einhalten muss, weil sonst funktioniert es genauso wenig oder gar nicht und es geht irgendwas kaputt. Das ist genau das, was man ja verhindern will. Im Endeffekt sage ich mal ganz vorsichtig. Zumindest möchte es von uns keiner haben, weil es ist halt immer mit Ärger verbunden. Und jeder möchte zufriedene und glückliche Kunden haben. Deswegen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt fahren wir mal zu Mario rüber nach Merkling in seine Werkstatt. Dann werden wir da mal die Felgen anschauen. Radschrauben, Zentrierringe habe ich im Kofferraum. Was es noch geben wird, sind schwarze Radschrauben, aber die sind leider noch nicht da, weil das sieht sonst ein wenig blöd aus mit den Radschrauben bei den schwarzen Felgen, weil die ganz normal silber sind bzw. chrom sind. Das passt nicht, das machen wir auch nicht, deswegen die werden auf jeden Fall noch geändert. Und dann sehen wir weiter. Ich fahre jetzt noch ein paar Meter, es ist noch ein gutes Stück, knapp 10 Minuten, 15 Minuten und dann melde ich mich noch mal kurz, bevor ich da bin. Bis gleich. Ciao. So, jetzt sind wir gleich bei Mario. Jetzt dürfen wir noch eine kleine schöne Umleitung fahren. Normalerweise wären wir jetzt hier gerade ausgefahren, aber ja, die Umleitung fahren wir. Ist für 2 Tage hier wohl gesperrt, so wie es aussieht. Dann haben sie, glaube ich, die Straße aufgerissen. Von der Bushaltestelle machen die Straße neu, aber das ist eine nebensächliche Rolle. Wir gehen jetzt zu Mario. Wie ihr wisst, die Felgen abholen. Eine hübsche Dame im Audi. Schön winken. Ja. Ja. Ja, hab ich schon gesagt, geh jetzt zu Mario, die Felgen abholen. Und dann montieren wir die gleich aufs Fahrzeug. Gibt es ein kleines Video kurz dazu, einfach nur so für euch, dass ihr es seht. Dass es Ultraleggera HLT sind, das wisst ihr ja in der Zwischenzeit. Habe ich euch ja schon verraten, das weiß der Mario noch gar nicht, ich habe es euch schon verraten. Ultraleggera HLT 19 Zoll Schwarzmatt, kommt gut. Mal gespannt. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Da sind wir hier am Ort. Da fahren wir schön unsere 30. Schön rechts vor links beachten. Oh ja, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Das wird richtig, richtig geil. Aber am meisten freue ich mich auf die Ego X. Da freue ich mich am meisten drauf. Warum eigentlich? Weil es geil ist. So, jetzt sind wir gleich bei Mario. Und dann geht's ab rein. Dann gucken wir uns die Felgen an. Muss ich sagen. Wir sind jetzt da. Sollen wir so hinfahren, dass wir die Felgen gleich sehen? Ja, fahren wir. Frontkamera, Frontkamera. Parken lieber da anständig, dass der Mario nachher ausrastet und jeder denkt, dass hier eine Frau gefahren ist. Felgen angucken. Bis gleich. Ciao. Ja,
Schwarmchecker-Freunde, KSU-Performance-Freunde, es ist soweit. Wir fangen an mit Stage 1 und dem Geheimnis, was kommen für mega geile Autofelgen auf den Focus RS, das Thema Umbau. Was haben wir? Ganz genau, wie der Mario schon sagt, die Felgen sind dran. Wir haben OZ, und zwar die Ultra Leggera als HLT. HLT ist einfach noch ein bisschen leichter, wie die normalen Ultra Leggeras, deswegen auch ein bisschen teurer. Aber natürlich für die Performance, für dieses Fahrzeug perfekt. Farbe schwarz-matt, finde ich richtig gut gewählt. Jetzt ist der Mario dran. Ja, wir sind hier gerade vor Ort bei K-Effekt Performance und wir haben jetzt in dem Fall hier eine, ich sag mal, Alufelgenversiegelung vorgenommen. Das ist einmal besser gegen Salz. Gut, das werden wir jetzt weniger haben, ja, im Sommer. Es ist gegen Straßendreck, gegen Bremsstaub. Das heißt, es lässt sich alles viel leichter entfernen. Es ist auch weniger drauf, weil sie sich dann, auch wenn es regnet, wenn man das Auto wascht, jetzt hat er sich eigentlich fast wieder von selbst reinigt. Man sieht hier den Unterschied, wenn man es in der Kamera sieht. Diese Felge ist gemacht. Die hat jetzt einen richtigen tiefen schwarzen Ton noch bekommen. Und hier sieht man, das ist noch, ich sag mal, die originale, nicht behandelte Alufelge. Ja, der Kunde hat schon ein paar Bilder gesehen, der war mega begeistert, wie sie Tiefen ganz bekommen hat. Und wie gesagt, jetzt ist er geschützt. Ganz zum Schluss zum Umbau werden wir dann auch noch ein Video machen, wie das Fahrzeug Nano-Keramik versiegelt wird mit unserer Extremleitversiegelung. Ja. Das ist die Stage 1, ja, jetzt geht's los zum Fahrwerk, ne? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Freut euch, es wird spannend. Gasfit Performance gibt Vollgas. Mach mal. Ich werde es filmen und verfolgen. Ihr könnt es auf beiden Kanälen beobachten. Bei mir Schwarmcheck ein bisschen länger, bei dir eher die kürzeren Stints. Genau. Und da würde ich sagen, jetzt gehen wir ab, montieren, weil morgen früh geht schon auf den Prüfstand. Eingangsmessung. Wie viel Uhr? 10 Uhr, Heni Performance in Danau. Ganz genau. Freut euch. Also, bis morgen Vormittag dann. Ciao. Ciao. So, lassen wir das so. Ja, gucken, aber ich glaube, das war gut. Sollen wir noch ein paar Bilder reinfügen? Jo, wir sind bei Stage 1.1. Genau. Und zwar geht es ums Thema Sommerreifen. Ja. Aktuell sind gerade noch Winterreifen drauf. Wir gehen morgen auf den Leistungsprüfstand und da wollen wir natürlich gut aussehen. Schöne ganz Schuhe anhaben. Genau. Würde ich sagen, los. Oder? Ja, leg los. Wir haben schon vorgelöst. Wir haben hier Felgenschloss, das haben wir schon draußen. Jetzt noch zwei Radschrauben, dann können wir das Rad abnehmen. In dem Fall haben wir hier Stehbolzen, das heißt, ihr habt hier quasi eigentlich sofort. Ihr habt hier quasi solche Muttern, würde ich jetzt mal sagen, ganz vorsichtig. In dem Fall ist das 19er Schlüsselweite, oder? Vollkommen richtig. Unser Kameramann steht auch da, dass wir danke, Kameramann, immer safe dabei sind. Übrigens, der Dani, den kennt ihr nicht, aber der stellt uns die Halle zur Verfügung. Danke dafür. Beste Mann nach uns. So. Jetzt so. Runter. Und was sehen wir? Da, Brembo. Das Fahrzeug ist noch relativ neu, wir haben noch relativ wenig Kilometer. Das heißt, wir brauchen jetzt auch hier aktuell gerade nichts putzen. Das Fahrzeug ist gerade mal 4 Monate alt, oder Mario? 4 Monate, paar tausend Kilometer. Einfach die Zentrierring und da bin ich Zentrierring sieht so aus. Von der Richtung her müsst ihr sofort wieder drauf kommen, wenn ihr am Fahrzeug seid. Und zwar diese Nut hier nach innen. Hier kommt nachher die Felge drüber und wird mit diesem Splittring oder mit der gehalten. So. Dann kommen wir zu den schönen Ultra Leggera. Ja, wir werden nachher noch, man sieht es, die Bremssättel sauber machen und die werden dann auch noch in dem Fall. Können wir sie Keramik versiegeln? Ja, weil sie glänzen. Weil sonst, wenn sie matt werden, werden sie nachher glänzen. Und das will nicht jeder. Ja? Ist ein Kundenwunsch. Kundenwunsch? Wir machen es. Ganz genau. Einer das eine an. Kunde hat auch noch gesagt, wir sollen das noch uns genau anschauen bezüglich Spurplatten. Ja. Müssen wir gleich machen. Werden wir sehen, ob er Plan ist. Genau. Sollten wir gleich sehen. Aber ich sehe schon, hinten haben wir schon montiert und da ist noch was machbar. Da ist im Schwäbisch sagen wir, wenig Luft nach oben, gell? Ja, das, da grinst er. Chris, gab es die Felgen auch in breit, oder? Wie sieht's aus? Ja, ab und zu geht man so einen Weg durch, ne? Aber Chris, hast du gut ausgesucht. Also ja, das sind echt richtig, die Schalke, gut aus. Sieht echt gut aus. Ja. Also das sind wirklich Top-Felgen. War nicht einfach zu versiegeln, aber das Ergebnis lohnt sich. Und vor allem, ich finde, sie haben halt ein breites Feld, wo man auch schön die Bremsanlage sieht, gell? Da in dem Ganzen, oder? Ja, ich finde, es sieht mega gut aus. Vielleicht kriegen wir gleich draußen noch ein paar Bilder hin.
So. So. Wir drehen nachher noch an. Genau, nochmal ablassen. Mit dem Drehmomentschlüssel. Nachziehen. Nachziehen. Und nach 50, 100 Kilometer sowieso nachziehen. Ne? Nicht vergessen, weil die arbeiten noch schön, weil genau. Sie neu sind. Lassen wir runter, machen ein paar Bilder und dann sehen wir uns. Morgen früh um 10. Prüfstand Heni. Eins nicht erwähnt. Vergessen. Videos, wie viel Uhr kommen die immer? Ich würde sagen, wir werden sie um 21 Uhr ganz genau. Online stellen. Bei ihm kurz. Bei mir. Lang. Die lange Version. Bis morgen 10 Uhr. Bis morgen. Ciao. Das war leicht. War gut, oder? Jetzt auf dem Rückweg von Walderstadt. Wir haben jetzt die 19 Zoll OZ Ultra Leggera halt demontiert und sind jetzt eigentlich soweit bereit zum Thema Leistungsprüfstand für morgen 10 Uhr. Mit Mario hatte ich eigentlich soweit ausgemacht, dass wir jeden Abend um 21 Uhr die Videos posten, dass ihr abends was zu sehen habt, aber es wird heute auf jeden Fall schon mal nicht funktionieren. Das seht ihr ja nachher. Das Video wird erst gegen 10 Uhr. Ihr werdet es erst gegen 10 Uhr wahrscheinlich sehen. Morgen werde ich versuchen, dass ich es morgen rechtzeitig hinbekomme. Ich bin mal gespannt, was morgen rauskommt. Wir haben 350 PS und 460 Newtonmeter an Serienleistung. Ich bin der Meinung, wir werden diese nicht ganz erreichen. Er fühlt sich zwar gut an, auch von den Zeiten her kommt es hin, aber er wird ein wenig nach unten streuen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ist meine persönliche Einschätzung, nicht falsch verstehen. Vielleicht liege ich gefühlt auch daneben, aber irgendwann entwickelt man da so ein bisschen ein Gespür. Und ich bin der Meinung, dass er nach unten streuen wird. So fühlt er sich zumindest an. Ja? Wie schon gesagt, Video geht nachher online. Part 2 ist dann morgen früh der Leistungsprüfstand. Wir werden uns um 8:30 treffen an der Motorworld und dann gemeinsam nach Wannerfahren. Sorry. In dem Fall zu Henny GmbH. Leistungsmessung Eingang und da wollen wir mal schauen, was da rauskommt. Wie schon gesagt, ich will jetzt mich nicht so weit rauslegen. Ich sage irgendwas so um 320, 330 PS und vielleicht ja, 430, 420, 430 Newtonmeter. Nach arg viel mehr fühlt es sich nicht an. Ja, also das Auto läuft gut, das Auto macht Spaß, das habe ich ja schon alles gesagt. Nicht falsch verstehen, nicht den falschen Hals kriegen, aber ich glaube nicht, dass er die, oder ich bin der Meinung, dass er die Leistungswerte nicht einhält. Aber ich halte euch da jetzt gar nicht länger auf die Folter, spanne euch da nicht länger auf die Folter. Ich wünsche euch eine ruhige und erholsame Nacht und wir sehen uns morgen früh um 10 Uhr, beziehungsweise um 10 Uhr sind wir auf dem Prüfstand. Das heißt, wir sehen uns morgen früh schon um 9 Uhr. Es wird auf dem Prüfstand noch einen Livestream geben. Ja, würde ich sagen, schönen Abend. Vielen Dank fürs Video schauen. Ich freue mich auf zahlreiche Kommentare und natürlich auf weitere Abonnenten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Klappe zu.